Ja, Freunde, ich möchte euch heute ein bisschen von meinen Eindrücken vom Eligella Cup erzählen. Ich möchte euch erzählen, wie war das Ganze, wie waren die Jungs, wie war das Turnier an sich, wie habe ich mich gefühlt, war das sehr cool, habe ich mich vielleicht unwohl gefühlt. Da möchte ich ein paar Eindrücke dazu erzählen. Natürlich möchte ich euch auch mein Team zeigen, mit dem ich beim Eligella Cup gespielt habe. Und zwar ist das hier. Ich habe extra all meine Invests verkauft. Ich habe 3 Millionen investiert gehabt, musste sie leider vorzeitig verkaufen, damit ich ein Team bauen kann für den Cup. Man durfte leider keine Teams von anderen oder von Freunden nehmen, deswegen habe ich das verkauft. Ist nicht so schlimm, ich habe jetzt letzten Endes nicht so viel Gewinn gemacht, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich habe all meine 87er, 88er, 89er, 86er, 85er und alles andere, was ich hatte, verkauft. Ungefähr 400.000 bis 500.000 Gewinn gemacht, ist trotzdem okay. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber mein Gott, für einen illegalen Cup, da kann man schon mal verkaufen. Ich habe mir dazu geholt den Mbappé Rekordbreak haben und der hat wirklich sehr, sehr gut abgeliefert. Das einzige Problem bei ihm ist, dass er wirklich unbeweglich ist, wenn die Connection sehr lahm ist. Also er fühlt sich nicht so an wie ein Messi oder wie ein Neymar, der sich halt wirklich hin und her bewegen kann, wie er möchte, sondern er ist wirklich träge. Wenn die Leitung nicht passt, ist er sehr träge. Das Geile aber an Mbappé ist, jeder Schuss ist gefühlt drin und dafür kann ich ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn ihr einen Striker braucht, der wirklich die Tore macht, gönnt euch Mbappé. Ich habe mir sonst noch geholt hier drüben den Messi und Dest. Also Messi für mich mega, mega, mega underrated dieses Jahr. Keine Ahnung, warum ihn so wenig Leute spielen. Ich habe auch keine Ahnung, warum der so günstig ist. Packt den auf die 10er-Position, der zerstört alles. Ne? Also wirklich eine sehr, sehr geile Karte. Und Dest für mich der beste Rechtsverteidiger. Der Rest des Teams, den kennt ihr eigentlich schon. Waren alle ziemlich solide. Muss ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. So, kommen wir jetzt mal zum Turnier. Ja, zunächst einmal habe ich eine Nachricht bekommen von den Mods von Eli. Dann habe ich erstmal gefragt, was für ein Turnier das ist. Und dann meinte Anis, ja, das ist ein Koop-Turnier. Immer ein E-Sportler und ein Content-Creator. Und dieses E-Sportler-Content-Creator ist für mich, also meiner Meinung nach, mit Abstand das Interessanteste beim Eligella Cup. Das heißt, du kombinierst einen E-Sportler und einen Content-Creator. Die zwei spielen im Duo als Partner und die Ergebnisse jeweils gegen die anderen Teams werden addiert. Das heißt, wenn ich 2-0 gewinne und mein Partner 3-0 verliert, haben wir im Gesamten 3-2 verloren und der Gegner bekommt die 3 Punkte. Finde ich mega, mega cool. Viel, viel spannender auch, weil man immer gucken muss, was macht der Partner, was passiert da. Auf jeden Fall habe ich dann sofort zugesagt, ich wäre mega, mega glücklich, wenn ich da mitmachen kann, weil ich sowieso finde, dass das die geilsten Folgen sind. So. Dann kam die Auslosung. Und zwar, Eli hat im Livestream die Teams ausgelost, also wer wen als Partner bekommt. Dachte ich mir so, okay, mal gucken. Vielleicht erwische ich ja irgendjemanden, der wirklich aktuell sehr, sehr gut drauf ist. Und dann sind die Chancen natürlich auch besser. Ne? Und wir gucken dann so, Eli zieht so als erstes erstmal das 2 Stunden lang nicht hinbekommen, irgendwie sich zu organisieren, der Eli halt. Und dann hat er im E-Sportler-Topf gezogen und zieht Umut. So, Umut, man weiß, Umut, so, Umut ist E-Sportler des Jahres und so und mega, mega gut. Ihr wisst, was ich meine, so einer der Besten in Deutschland. Und ich denke mir so, Gottverdammt, derjenige, der Umut als Partner bekommt, Halleluja. Weißt du, ich denke mir so, der hat das gesegnet. So, der könnte wirklich weit kommen. Und dann greift Eli in den Content-Creator-Topf und sieht Dibu FIFA. Und erstmal Eskalation, erstmal jeder so, wow, 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 weißt du? Weil Umut ist ziemlich gut und ich bin auch nicht so schlecht, wisst ihr, was ich meine? Und das könnte eine tödliche Kombination sein. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Das Coole war, ich habe halt Geburtstag gehabt einen Tag davor. Ne? Beziehungsweise am selben Tag war das, glaube ich. Ne? Das war am selben Tag, hatte ich Geburtstag. Und am selben Tag sozusagen als Geburtstagsgeschenk einen sehr, sehr coolen Partner. Ist jetzt nicht so, dass ich mit den anderen Partnern unzufrieden wäre. Um Gottes Willen, es geht ja ums Dabeisein, um Spaß haben. Ach, so eine Umut ist schon lecker, Mann. Muss man schon sagen. Da hat sich, glaube ich, jeder gefreut. Doch das war noch nicht alles. Passt auf. Im Anschluss, nachdem alle Partner vergeben worden sind, also nachdem die Teamauslosung war, gab es dann noch eine Gruppenauslosung. Dann wurden die Gruppen noch ausgelost. Und Eli lost eine Gruppe A aus, Alter. Da ist drin Payne als Content Creator, da ist Erne als Content Creator. Was weiß ich, wer ist da noch alles drin? Also da waren alle drin, die wirklich richtig, richtig, richtig gut zocken konnten. Also um 30 Siege, um Elite 1, Elite 2, etc. Todesgruppe. So, in Gruppe 2 will ich jetzt nicht sagen, dass es schlechter war. Also, jeder gibt sein Bestes. Aber da waren halt Leute da, die für mich ein bisschen schlagbarer aussahen. Ja, wisst ihr, was ich meine? So ein Willi, der so Fallobstmäßig, so Komposthaufenmäßig. Nee, Spaß, Willi, du warst echt gut, by the way. Auf jeden Fall, er lost so alle aus. Jeder kommt in Gruppe A. Und dann denke ich mir so, wenn die in Gruppe A kommen, wird es verdammt schwierig. Ja, wirklich verdammt schwierig. Und dann zieht Eli Dibu FIFA. Gruppe B. Und ich denke mir so, bam, was ist das? Das ist doch gescriptet, das ist doch safe, das ist doch gefaked, so, weißt du? Kann doch nicht sein, dass ich erst Umut bekomme und dann noch in Gruppe B komme, wo die Leute vielleicht ein bisschen schlagbarer sind. Ich gehe schlafen am Sonntag, bin mega glücklich, guten Teampartner erwischt, Gruppe ist auch relativ angenehm.
Ich denke mir so, ey, das wird ein cooles Turnier. Wir haben gute Chancen, vielleicht ins Halbfinale zu kommen oder relativ weit zu kommen. Es ist Montag, Illegaler Cup geht los und ich habe eine Nervosität. Ich schwöre es euch, ich war noch nie in meinem Leben so nervös. Keine Ahnung warum, ich kannte die Jungs einfach nicht. Ich bin normalerweise auch ziemlich abgeklärt und ziemlich cool bei solchen Sachen. Also Nervosität, sowas kenne ich eigentlich nicht. Aber an dem Tag, keine Ahnung, ich war einfach nervös. Ich war einfach so... Ich wollte die Jungs einfach kennenlernen, ich wollte zocken, ich wollte mich vergleichen, ich wollte Leistungsvergleich haben mit den anderen Jungs. Ich hatte mega Bock, war aber auch mega nervös. Und hinzu kam, dass ich auch mega überfordert war mit dem ganzen Discord-Turnierbaum. Ich muss da rein, ich muss hier rein, ich muss ihn adden, ich muss da rein. Ich war komplett überfordert so. Ich streame ja normalerweise nicht so im Discord, sondern ich bin so ein One-Man-Show-Dingsbums. Ich streame mal alleine und unterhalte mal alleine. Und es war für mich mega die Überforderung. Das heißt, ich musste erstmal klarkommen, ich hatte Musik an Musik, also keiner, war mega schwierig für mich. So, erstes Spiel, Mirza Jahic. Ich habe mich so gefreut, gegen Mirza zu spielen, weil Mirza wirklich ein sehr, sehr sympathischer Dude ist. Und dann gehe ich in das Spiel rein und ich bin so sauer. Ich bin so verdammt sauer. Ne, nicht auf Mirza. Mirza ist ein süßer Kerl. Ne? Der hat wirklich sehr, sehr fair gespielt. Also auch sehr, sehr gut gespielt. Aber ich war so sauer auf die Gesamtkonstellation. Ich habe mich seit Tagen auf dieses Turnier gefreut. Und dann habe ich eine Leitung. Ich kann nicht spielen. Ich habe mich tausendmal im Stream beschwert. Ich hab mich so oft beschwert, dass die Leute sogar im Stream genervt von mir waren, dass ich mich so oft beschwere. So, hier im Hintergrund könnt ihr auch das Spiel gegen Mirza sehen. Also es war wirklich wie so ein Traktorsimulator für mich. Und ich war sauer. Ich war wirklich sauer. Und diese Sauernis, die habe ich im Stream dann auch gezeigt, was euch dann so ein bisschen genervt hat. Kann ich auch voll nachvollziehen, weil ich mag das zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn ich Streamern zugucke. Und die sind sich ja permanent am Beschweren. Das ist mega, mega nervig. Es gibt Bad Vibes. Das gibt einfach schlechte Stimmung. Das ist nicht cool. Ich mag das ja auch. Und ich habe es leider getan. Und es hat sich dann auch zusätzlich noch in mein Spiel sich eingewirkt. Also das hat mein Spiel noch zusätzlich beeinflusst. Das heißt, ich habe noch schlechter gespielt, als ich sowieso schon gespielt habe, wegen den schlechten Servern. Also es war wirklich schlecht. Am Ende habe ich dann gegen Mirza verloren. GG's nochmal hier an der Stelle an dich, mein Freund. Wirklich super, super gute Leistung von dir gewesen. Aber ich war mega, mega, mega sauer. Ich war wirklich sehr, sehr sauer und dachte mir so, ey, das Turnier kannst du vergessen. Also das Turnier, da werden wir nicht weiterkommen als aus der Gruppe raus. Ne? Wir werden nicht weiterkommen. Also das Ding ist durch. Wenn die Friendly-Server so bleiben, kannst du abhacken, wir sind raus. Umut hat auch noch verloren. Der Kaspar, beste E-Sportler Deutschlands, hat dann auch verloren gegen Stylo. 3-0. Und wirklich eine Mega-Packung. Also erste Runde hat uns komplett zerflext. Da habe ich all meine Hoffnungen dann aufgegeben. Und ja, hier sieht man auch den Gegentreffer. Und dachte mir so, hey, dabei sein ist alles. Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so demotiviert. Ich war in meinem Leben noch nie so down in FIFA. Keine Ahnung warum, obwohl das halt ein Turnier ist, wo man Spaß haben sollte. Und ich war einfach so, hey, ey, es hat doch keinen Sinn, Leitung so schlecht. Und ich war einfach so negativ. Und ich hasse es, wenn ich negativ bin. Und dann habe ich in den Chat geguckt und dann bin ich auch kurz aufs Klo gegangen, bin ich ehrlich. Und meine Frau hat mich zusammengeschissen. Das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo dann der Wendepunkt kam. Also meine Frau hat dann gesagt, du Weichei, was bist du die ganze Zeit dich am Beschweren? So kenne ich dich doch gar nicht. Zock doch einfach normal, ohne dich zu beschweren. Du kannst es doch eh nicht beeinflussen. Was ist nur los mit dir? Was passt? Und so weiter und so fort. Die hat mich auf jeden Fall richtig fertig gemacht. Genau das habe ich aber gebraucht. Diesen Arschtritt vom Chat und von meiner Frau, das habe ich gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ich habe es im Chat gesagt, hey Jungs, ich bin zwar jetzt gerade vielleicht im Loch, aber ich werde mich nicht mehr beschweren über Gameplay. Ich werde mich nicht mehr beschweren über eine schlechte Latenz. Und ich werde einfach nur Gas geben. Das verspreche ich euch. Das habe ich gesagt. Gut, dann ging es in das nächste Spiel. Ich war trotzdem so ein bisschen pessimistisch. Nicht schlecht gelaunt, aber ich war ein bisschen pessimistisch, weil wir das erste Spiel schon verloren haben. Umut hat mich ein bisschen aufgebaut. Umut meinte so, ey Bro, mach dir keinen Kopf, das ist erst das erste Spiel. Da ist alles noch drin. Wir müssen einfach nur sein, also das habe ich dann gesagt, wir müssen sein wie ein leiser Furz. Unerwartet kommen, ganz leise kommen, ohne dass jemand merkt, aber dann richtig knallen, weil leise führt zu stinken am meisten, das weiß man einfach. So, zweites Spiel, hier im Rücken, gegen Willi, habe ich komplett unterschätzt, den Mann, ohne Witz, ich habe gedacht, gut, den hau ich weg, holen wir uns die ersten drei Punkte, Umut macht sein Ding gegen, wer war sein Partner, glaube ich, Hasso, und dann holen wir das Ding mit einem guten Torverhältnis. Und dann fängt Willi an zu spielen und ich denke mir, was ist denn los mit dem? Also so kenne ich den gerade. Der hat wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt. Und die Leitung war auch wirklich gut. Also ich konnte mich über die Leitung nicht beschweren. Okay, es wäre schon besser gegangen.
aber war nicht die beste. Wir zocken so und ich denke mir so, hey, ich habe dieses Turnier komplett unterschätzt. Ich habe mich überschätzt und ich habe das Turnier unterschätzt. Ne? Die Nervosität, die Gegner, ja, was die wirklich können. Ich habe ja auch noch nie gegen die gespielt. Ich kenne ja keinen einzigen von denen, vom Gameplay. Das Gesamtkonzept, die Überforderung, also ich habe alles unterschätzt. So, Willi? Bombenleistung, natürlich auch ein Bombenteam gehabt, aber das Team nehmen wir ja nie als Entschuldigung, sondern, ja, doch, 40 Millionen Team mit Willi, das war unfair. Nee, Quatsch, also Willi super gespielt und am Ende war es dann 1-1 und es kam drauf an, wie Umut gegen Hasso gespielt hat und Umut hat tatsächlich gegen Hasso gewonnen. Bedeutet, das waren unsere ersten 3 Punkte und war auch so ein bisschen der Wendepunkt für mich. Ich habe mir geschworen, ich werde nicht mehr mich beschweren, sondern ich werde Gas geben, ja. Und das war so für mich der Wendepunkt. Ich bin zwar immer noch nervös geworden, beziehungsweise ich war immer noch nervös, aber bin immer besser ins Turnier reingekommen. Und es hat mir immer mehr Spaß gemacht, zu versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. So, dann waren wir im dritten Spiel. Im dritten Spiel war Dull, Mike und Solution, also Danny, gegen mich und Umut. Und ja, also Dull, Mike hatte schon wirklich eine schwere Aufgabe. Danny ist halt ein guter Spieler. Aber ich glaube, er war ein bisschen überfordert mit den Gegnern. Und dieses Spiel haben wir dann auch deutlich, also ich habe deutlich 6-1 gewonnen. Und Umut hat, glaube ich, unentschieden gegen Bullen gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir auch die 3 Punkte geholt. Was auch sehr, sehr wichtig für uns war. Und die waren Tabellenführer. Also wir haben das erste Spiel verloren, haben es aber nach den nächsten 2 Spielen direkt geschafft, die Tabellenführung zu holen. Auch weil die anderen sich gegenseitig so ein bisschen blockiert haben. Wir hatten 6 Punkte und waren ganz vorne. Und die Flügel waren seine absolute Stärke. Und das habe ich die ersten 10, 15 Minuten gar nicht gepeilt. Und ich habe direkt auch 2-0 hinten gelegen. Also er ist 2-mal über die Flügel gekommen und er hat 2-mal einen Treffer gemacht. Leitung war auch wieder gut. Also ich konnte mich nicht beschweren. Habe ich dann auch nicht, wie gesagt, ich hatte sie auch dem Chat versprochen. Und man sieht das hier auch, erst 2-mal über den Flügel gekommen und es stand 0-2 nach, glaube ich, 10 Minuten oder so. Ich dachte mir so, hey, alles cool, ich bin der King der Aufholjagden. Alles gut, passiert nichts, kriege ich hin. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Ich habe dann relativ schnell ein Spiel gefunden, ich habe dann schnell die Ruhe wieder gehabt und habe dann das 2-1 geschafft und dann relativ schnell das 2-2. Und dann lief es einfach. Dann hatte ich so ein bisschen raus, wie er spielt. Dann hatte ich raus, wie er verteidigt. Ich wusste, wie er angreift. Und dann war es so ein bisschen einfacher, gegen ihn Tore zu schießen, wie man hier auch sieht. Dann habe ich das 2-2 geschossen. Und am Ende geht das Spiel gegen Tim Latka 5-4 für mich aus. Also am Ende haben wir 5-4 gewonnen. An der Stelle nochmal GG. Ladi hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, war wirklich der Beste in der Gruppenphase. Mit Abstand der Beste. So, Freunde, dann kommt das Halbfinale. Wir haben es wirklich ins Halbfinale geschafft. Und dann kommt der Hassgegner oder der Angstgegner eines jeden FIFA-Spielers. Und zwar Fabienne. Eiskalter Engel. Nicht Angstgegner, weil sie eine Frau ist und gut spielen kann. Um Gottes Willen, wieso sollten Frauen nicht gut spielen können? Aber Angstgegner, weil sie so verdammt gut verteidigt. Egal, ob Mann oder Frau. Wenn du was kannst, dann kannst du das. Und wir schau das an die FIFA-Community. Macht da nicht einen auf den, guck mal, er hat gegen eine Frau verloren. Er hat gegen eine Frau gewonnen. Das will ich nicht sehen von euch. Ne? Frauen spielen genauso gut FIFA wie Männer und Männer spielen genauso gut FIFA wie Frauen. Fertig. So, Angstgegner, weil sie einfach so enorm gut im Verteidigen ist und offensiv richtig gute Akzente setzt. Ich war nicht nervös. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin da nicht mit einer Nervosität reingegangen, um zu sagen, ey, ich darf jetzt gegen Fabian nicht verlieren, sondern ich bin da wirklich ganz normal reingegangen und habe gesagt, guter Gegner, ich muss mich konzentrieren. Ne? Das ist auch das ist, glaube ich, auch das, was sich Fabian wünscht, dass man nicht sagt, ey, guck, ich spiele gegen eine Frau, sondern ey, ich spiele gegen einen guten Gegner. So, das habe ich mir vorgenommen, bin aber dann relativ schnell 0-1 in Rückstand gegangen. Fabienne macht das wirklich extrem gut, dass sie ihre Stürmer anspielt und mit diesen Stürmern dann diese Scoop-Turns direkt in den Weg von den Verteidigern reinkommt. Also das macht sie wirklich enorm gut. Ich glaube, die Situation sollte jetzt gleich auch kommen, wo ich einen Gegentreffer kassiere, ziemlich früh. Genau hier, zack, kurz aufgedreht, 1-mal und 2-mal und dann kommst du da gar nicht mehr hinterher. Ich wusste aber, dass sie das macht, weil wir ihre Spiele davor analysiert haben. Trotzdem habe ich dann ein Tor kassiert. Der Unterschied war, ich war 0,0 genervt, ich war 0,0 sauer, sondern ich wusste, ich kann das schaffen. Ich weiß, wie sie spielt, ich weiß, wie sie verteidigt, ich weiß, wie sie angreift, ich kann das schaffen. Ne? Und das war der Unterschied im Vergleich zum ersten Spiel, wo ich dann gegen Mirsad komplett genervt war, wegen den Leitungen komplett nervös war. Ich war jetzt im Turnier angekommen. Ich wusste jetzt, hey, ich kann zurückkommen, auch wenn ich hinten liege. Hat man gegen zum Beispiel Ladi auch gesehen, da war ich 0-2 hinten, bin zurückgekommen. Und gegen Fabienne, wieso sollte ich das gegen Fabienne nicht schaffen? Ich habe mich einfach konzentriert, ich habe mein Spiel gespielt, ich habe darauf geachtet, was macht Fabienne vielleicht in der Verteidigung nicht so gut. Und das habe ich dann relativ schnell rausgefunden und es stand dann 1-1, ziemlich schnell 1-1. Ich glaube, hier ist auch die Situation, wo ich dann das Tor schieße. Zack.
Oh, und dann die kurze Bridge. Und ein bisschen glücklich mit der Latte. Also es stand 1-1. Ich bin dann sogar noch in Führung gegangen. Ja, das Problem war, Freunde, dass Umut schon bereits 0-2 hinten gegen Lenny stand. Also er war 0-2 hinten und ich hatte mega Druck. Ich dachte mir, ach du Kacke, jetzt muss ich wirklich offensiv gehen. Und das ist ja das Geile an diesen Koop-Turnieren. Du kannst nicht dein Spiel spielen, wenn du weißt, dass dein Partner zum Beispiel hinten liegt. Was zum Glück bei Umut nicht so oft war. Aber er lag jetzt 0-2 hinten und ich habe gegen Fabienne gespielt, die wirklich, wirklich gut war. So, Freunde, 45. Minute, wir machen das 2-1. Ich sage sofort zum Chat, ey, Jungs, wie steht's bei Umut, Umut hat Anschlusstreffer gemacht. 1-2 für Lenny beim Spiel gegen Umut. Bedeutet, Ausgleich, es steht 0-0. Ich stehe 2-1, Umut steht 1-2. So, mega viel Druck für mich. Ich dachte mir, wenn Umut jetzt keine Tore mehr kassiert, dann können wir das schaffen, dass ich vielleicht zurück ins Spiel komme, beziehungsweise noch 1-2 Tore mache gegen Fabienne, weil ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt gegen sie und dass wir das Ding noch holen. Was höre ich? Umut liegt 3-1 hinten und ich denke mir so, Kacke, jetzt muss ich wirklich aufmachen, ich muss aufmachen und Umut macht das 3-2, also Anschlusstreffer. So, weil ich natürlich so gestresst war und hier auch ein bisschen Glück hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss unbedingt Tore schießen, habe ich hinten ein bisschen aufgemacht und er stand 2-2. Umut stand 3-2 hinten. Und das war so eine verdammte Zitterpartie. Ich hatte mega viel Druck. Ich dachte mir so, ey, Umut struggelt. Der Gegner von Umut, Lenny, hat ja den letzten Illegaler Cup gewonnen. Und er struggelt, er tut sich schwer. Ich muss Gas geben. Ich muss Umut diese Runde mitziehen. So wie er mich in den letzten Runden vielleicht mitgezogen hat. In der Gruppenphase, wo ich vielleicht unentschieden gegen Willi gespielt habe. Oder wo ich vielleicht nicht so ganz abgeliefert habe. Ich muss jetzt Umut aus der Patsche helfen. So wie mein Partner mir in den vorherigen Spielen genauso aus der Patsche geholfen hat. So. Ich gebe Gas. Umut, Spiel, Abpfiff. 3-3. Der Mann hat noch ein 3-3 gemacht. Als ich das gehört habe, bin ich nochmal einen Tick entspannter geworden, was dann im Endeffekt zu dem geführt hat, was passiert ist. So, Freunde, 90. Minute. Fabienne, eiskalter Engel, die kennt keine Reaktion, die kennt keine Gefühle. Macht hier einen Fehlpass. 90. Minute, Freunde. Pass zu Neymar, Pass zu meinem anderen Sechser. Best macht den Laufweg. Und 90. Minute drin das Ding, Mann. Das war so eine Spannung. Umut, Abpfiff 3-3. Wir holen in der letzten Minute, in der 90. Minute, holen wir das 3-2 und können sozusagen ins Finale beim Eli Geller Cup. Erstes Mal dabei bei einem Koop-Turnier. Umut das dritte oder vierte Mal im Finale und hat noch kein Finale gewonnen. Mega, mega viel Druck. Wir sind mental auch ein bisschen kaputt, weil Umut jedes Finale bis jetzt verloren hat. Und ich habe mich einfach gefreut. Ich habe die Fans geholt, sieht man hier auch. Ich habe nochmal Video Assistant geguckt, weil war Abseits, nicht Abseits. Alles regulär und wir sind im Finale, Freunde. So, im Finale spielen wir gegen Sydney und ihr seht das Team schon. Also es war wirklich eine Meta für sich. Also er hatte wirklich alles, was man braucht, um gut spielen zu können. Und ich wusste, dass Sydney ein guter Spieler ist. Ich wusste, dass er Elite 2, Elite 1 holt, dass er auch die großen Jungs auch mal ärgern kann. Also er war ein wirklich sehr, sehr guter Gegner. Vor allem offensiv hat er diesen Skill-Move beherrscht. Er hat diese kurze Bridge wie aus dem FF beherrscht. Das konnte er einfach. Und es hat mir so ein bisschen Probleme bereitet. Ich bin ziemlich früh 1-0 in Führung gekommen, weil Sydney so ein bisschen die Probleme in der Verteidigung hatte. Und ich bin ziemlich schnell 1-0 in Führung gegangen. Und hab das Geld schon gerochen, 1000 Euro, Freunde. Ich dachte mir so, yes, baby, goal, Mbappé macht das Ding rein, 1000 Euro, ich brauche einen neuen PC, ich muss mir einen neuen PC holen, let's go, Mann, let's go. Umut, was macht Umut? Ich die ganze Zeit, Umut, Chat, was macht Umut? Und Chat sagt so, Umut führt auch 1-0. Digga, 2-0 Führung, nach gefühlt 5 oder 10 Minuten. Wie kann es besser laufen beim Illegaler Cup im Finale? So, es geht weiter, Freunde. Besser kann es nicht laufen. Bam. Messi hier ein bisschen glücklich mit dem 2-0. Lecker. 2-0. Wie steht's bei Umut? 2-0 für Umut. Im Gesamten 4-0 war es, glaube ich. So, und dann habe ich ein bisschen gemerkt, ich werde ein bisschen lockerer. Ich habe das Ergebnis von Umut gesehen. Und hier sieht man auch die Bridge von City, die er wirklich wie aus dem FF gemacht hat. Und ich bin ein bisschen lockerer geworden und direkt bestraft. Und ich war trotzdem ein bisschen zu locker. Ich dachte so, hey, Umut macht das schon gegen Mo. Und ich bin ja auch in Führung. Lass mal ein bisschen entspannter spielen. Sid war ein bisschen nervös, was man hier auch gesehen hat. Oh, war aber auch schön gemacht, ne? Sid war ein bisschen nervös im Finale 3-1. Und jetzt habe ich mich zurückgelehnt. Der größte Fehler, den ich hätte machen dürfen. Einfach ein bisschen zurücklehnen und ein bisschen genießen. Hätte ich nicht machen dürfen, ich hätte Sid 4-1, 5-1, 6-1. Ich hätte weitermachen müssen. Habe ich leider nicht gemacht. Und dann kam die Quittung 3-2. Wie steht's bei Umut?
3-1, glaube ich, war es. Oder auf jeden Fall hatte Mo auch schon ein Tor gemacht. Und Mo ist natürlich nicht zu unterschätzen. Deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich ein bisschen locker gelassen habe und wollte weiter Gas geben. Aber die Sache war jetzt die, ich habe Sid beflügelt mit den Chancen. Er hat gerochen, ey, da ist was drin, ich kann da was holen, ich muss was holen. Mo ist hinten und hat Gas gegeben. Und bevor du guckst, steht ein Ronaldo vor deinem Tor und es steht 3-3. Und jetzt war es wirklich so, ey, ich hoffe, dass Mo nicht gegen Umut abliefert. So. Weil wenn Umut jetzt auch noch Tore kassiert hätte, ich stehe unentschieden. Bam, Arschbacken zusammengekniffen. Ja, blöder Treffer, ganz leicht geschossen, aber Tor ist Tor. Ist dann diese Aktion von Sid kam, direkte Schussfinte, wunderschön gemacht. Adama hätte den aber auch halten, also verteidigen müssen. 4-4. Wie steht es bei Umut? Ich glaube 4-2 oder so stand es bei Umut. Und ich dachte mir so, hey, wenn jetzt Mo aus dem Nichts noch zwei Treffer macht, ciao PC, ciao 1000 Euro. Umut verkackt wieder sein Finale und ich bin sehr, sehr traurig, weil ich so unkonzentriert war. So, Elfmeter für Sid. Und jetzt hat er die Möglichkeit, ein Tor gut zu machen, um Mo das Leben einfacher zu machen. Okay, Elfmeter geht natürlich rein. Ich habe ihn nicht gehalten, obwohl ich ein Elfmeter-Killer bin. Und es steht 5-4 und ich denke mir so, kacke, Alter, wenn jetzt Umut das Finale wegen mir verliert, dann fühle ich mich extrem schlecht. Dann fühle ich mich wirklich, wirklich schlecht. Der Junge hat schon 2-3 Illegaler Cup-Finale verkackt und gechoked. Und wenn er jetzt das letzte Illegaler Cup oder den letzten Illegaler Cup wegen mir choked, das könnte ich mir nicht verzeihen. Und deswegen habe ich mich jetzt nochmal voll konzentriert und das ist mir auch gelungen. Wunderschön mit Neymar hier mit einer Schussfinte direkt rein und dann stand es 5-5. 5-5 Abpfiff. Wir sind alle Mann rübergegangen zu Umut. Wir haben alle Mann bei Umut zugeguckt, weil der hat noch gespielt. 4-2. Ich glaube noch 10 Minuten zu spielen. Mo am Pressen. Aber Umut denkt sich so, nein, Bruder. Dieses Mal bekommst du das Finale nicht. Dieses Mal gebe ich das Finale nicht her. Er macht noch einen 5. Treffer. 5-2 im Finale. Schiri pfeift ab. Insgesamt gewinnen wir mit 10-7 oder sowas in die Richtung. Oder keine Ahnung, Mathe ist nicht so einfach für mich. Aber wir haben gewonnen. Und Freunde, Illegaler Cup-Sieg mit Umut als Partner. GGs an der Stelle nochmal, Umut, der hat mir wirklich im Finale geholfen. Also ich denke, wir waren ein gutes Team. Ich hab uns im Halbfinale weitergeschossen. Er hatte uns im Finale den Sieg geholt mit seinem entscheidenden Sieg gegen Mo. Also wirklich, das war eine super, super Partnerschaft. Das war eine super Teamarbeit zwischen uns zwei. Wir haben uns auch nie runtergezogen. Wir haben uns immer motiviert im Discord. Sehr, sehr cool gewesen. Ja, Freunde, meine letztendlichen Eindrücke zu dem Cup hat mega viel Spaß gemacht. Hat mich zwar am Anfang ein bisschen überfordert, ich musste ein bisschen in das Turnier reinkommen, ich musste ein bisschen schauen, wie das Ganze funktioniert, wie die Jungs spielen, was ist fair, was ist too much, wie sind die Leitungen, wie sind die Jungs überhaupt drauf, und es war wirklich sehr, sehr cool, die waren alle sehr cool drauf, die waren alle sehr, sehr nett, sehr, sehr sportlich alle, und das hat mir sehr gefallen, dass man einfach, wenn man verloren hat, GG gesagt hat, ohne gewisse Toxicness, einfach GG und fertig. Sehr viel Spaß gemacht, ich bin sehr, sehr froh, dass ich so ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk dann auch bekommen habe. 1000 Euro schmecken auf jeden Fall. Und werde ich auf jeden Fall reinvestieren in den Kanal. Also ich werde mir einen neuen PC holen. Und ja, mal gucken, vielleicht bekommen wir nochmal eine Einladung von Eli. Und wenn wir wieder einmal dabei sein sollten, dann gebe ich natürlich wieder mein Bestes. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das war eher so ein Story-Erzählungs-Video. Ihr könnt ja mal eure Eindrücke reinschreiben, ob wir das öfter machen sollen. Und ansonsten war es das von mir, Freunde. Danke für den krassen Support beim Illegaler Cup. Und dann würde ich sagen, Debo ist das Wort. Haut rein und bis zum nächsten Mal.